Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zum Let's Play von GTA 4. Wir sind wieder zurück als Nico Bellic. Und letzte Folge haben wir Darko Brabic gesehen. Den Mann, den wir schon seit ungefähr, weiß ich nicht wie vielen Jahren, verfolgen. Und haben uns dafür entschieden, ihn nicht zu töten, sondern ihn einfach laufen zu lassen. Ich fand, das war eigentlich eine richtige Entscheidung. Und wir machen direkt weiter bei der nächsten Mission. Ich überlege gerade, wir haben ja eigentlich zurzeit wirklich auch wieder nur eins zu tun. Und zwar hier beim Auftraggeber. Das wollten wir ja eigentlich letzte Folge schon wieder angehen, aber dann kann man was dazwischen, ihr wisst ja schon. Und das probieren wir jetzt einfach heute einfach nochmal und dann bin ich gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ich hoffe, der wird uns wieder mit Waffen und hoffentlich auch einer kugelsicheren Weste versorgen. Und dann dürfte das eigentlich alles kein Problem sein. So, ist das laut. Leck mich am Arsch. So, wir gehen mal direkt ans Telefon und schauen wir mal, was der gute Mann von uns möchte. Die Mission heißt Migration Control. Hey, is there anything you need done? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. Go to Alderney City. The target you require is on top of the Booth Tunnel. Das klingt doch erstmal gar nicht so schlecht. Jetzt hoffe ich natürlich, dass er hier auch wirklich eine Weste wieder hingelegt hat. Das wäre natürlich super. Ja, hat er wunderbar. Und einen Rocket Launcher. Das lässt ja eventuell schon mal was vermuten. Über der Brücke des Booth Tunnel. Habe ich das gerade richtig verstanden? Jetzt brauchen wir erstmal irgendwie eine Karre. Natürlich möglichst ohne, dass das die Polizei mitbekommt. Aber die lassen mich ja hier auch mit Granaten und dem Rocket Launcher rumlaufen. Das stelle ich mir auch so ganz geil vor. Läuft man so durch die Straßen, kommt so einer um die Ecke mit so einem Rocket Launcher auf dem Ast. Sagt man so hi und rennt dann. So, das machen wir jetzt hier auf jeden Fall erstmal hier mit so einem, weiß nicht, sieht aus wie so ein SLK, ne? So ein Mercedes. Hier gibt es ja keine offiziellen Marken. Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Weil man hat sich ja mittlerweile schon mit den Marken in GTA angefreundet. Zum Beispiel der Komet ist so ein Porsche-Verschnitt. Oder der Green Sabre aus GTA San Andreas und aus GTA Vice City. Waren sehr schöne Autos, möchte ich meinen. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen da irgendwie in den Tunnel. Schalte die Zielperson aus, bevor sie entkommt. Ja, dann müssen wir Galle geben. Ich höre nämlich schon den Heli langsam abheben. So, deswegen schicken wir einfach mal hier so eine Rakete. Einfach mal zack da rein. Und dann war es das. Hat sich's ausgehelied. So. Und dann würde ich sagen, hätten wir das erledigt. Hätten wir das erledigt. Oh mein Gott. Close that file for you, brother. If you're in need of another file, we can discuss it on the hard line. Das klingt gut. Das werden wir auch auf jeden Fall wieder machen. Ja, ich grüße Sie, Officer. Ich habe hier nur, ich trage gerade meinen Rocket Launcher spazieren. So, das machen wir direkt wieder. Wir haben jetzt noch, ich meine, Folge läuft ja erstmal 3 Minuten. Wir können uns auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was erlauben. Wir fahren direkt wieder zurück zu dem guten Mann. Und dann schauen wir mal. Gibt es eigentlich in GTA 5 eine Schnellreise? Ich merke gerade, wie ich das vermisse. Ich spiele nämlich gerade so ein bisschen parallel Far Cry 4 und da brauche ich Schnellreise im Prinzip alle 5 Minuten. Und merke jetzt hier gerade, wie mir das doch ein bisschen fehlt. Aber ich weiß nicht, wie es in GTA 5 ist und ich will es eigentlich auch nicht wissen. Moment, Pecorino ruft an. Nico, the shit has gone down. I need to see you. Come to the club, Tudor. Alright, Mr. Pecorino. I'll see you there. Na, das klingt ja super. Machen wir das direkt? Ich würde sagen, das machen wir direkt. Das ist ja hier auch um die Ecke, sehe ich gerade. Das passt ja perfekt. Dann, achso, der Stripclub wahrscheinlich, der da, wo wir schon mal den Phil getroffen haben. Könnte ich mir vorstellen, dass er das ist. Und dann schauen wir mal, was da jetzt abgeht. Klang auf jeden Fall nicht so schön. Nicht so angenehm. Aber sehen wir einfach mal. So, wir haben ja noch voll Energie und so. Ich weiß ja nicht, was da jetzt kommt. Bin ich sehr gespannt. Genau, hier ist der, wer ist der? Hookers Club? Nee, Honkers. Auch nicht schlecht. Oh Mann, ey. Gut, da ist der Club, da gehen wir rein. Vielleicht erstmal unbewaffnet, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. So, ich grüße dich, my friend. One last thing. Vodka on the rocks. Nico, good to see you. And you, how are you? Fucking terrible. We got legal problems,
all kinds of crap. You know how things have gone. I've heard some things. You get close to your dream, then something holds you back. No. Well, commission or no commission, I ain't gonna starve. People don't want me around, they don't have to have me. But I know how to earn. I need a favor. Here we go. Fuck you! I looked out for you, and I'll pay good, real good. But I need you to do something. I need you to collect that H. I got some Russians who have a buyer. Russians? Yeah. Dmitry Raskolov. Mo, we got this three. I know, but this is real. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you? Real because it's my last chance. Then good luck. No, I need you to get that H. I need the money. I looked out for you, you know, people wanted to whack you, I said no. Now I need you, and I'll pay a lot of money. Listen, Mr. Pecorino, I already told you, I got no, history. You listen, you dumb immigrant fuck, I ain't asking you, I'm telling you, do this! Get over your principles, these guys don't hold grudges. Do it or you and me are gonna have a problem. Bill will look after you. You won't even have to deal with the fucking Russians. He's waiting for you down in Tuda. All right. I knew I could count on you. Hey, how about that drink? Klingt nicht so, als hätten wir irgendeine Wahl. Oder vielleicht doch? Moment. Geht es gar nicht weiter? Ich dachte, wir wären jetzt... Wir müssen jetzt direkt loslegen mit der Mission. Was ist denn jetzt los? Oder kriegen wir jetzt noch einen Anruf? Oder Roman rufen wir an? Moment. Roman, I have a problem. You've got a problem, Nico. I'm about to get married. I'm about to commit to one woman for the rest of my life. This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitry Raskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What, you knew about this? He's on the boat in East Hook? Yeah, I heard you had forgiven him and we're working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitry is, I might just go there and take him out instead. Have you forgotten that he burned down your apartment and business? That he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment and I'll have an even better one if you work with him again! Promise me you won't do anything hasty, cousin. I have to think about it. Speak to you later. Oh Gott, also haben wir doch noch eine Wahl. Aber welche Wahl denn? Also jetzt ist ja hier gar nichts als Symbol eingetragen auf der Map. Vielleicht sollten wir erstmal wieder zurück zum... Oh, Kate rufen wir an. Kate! Mit der wir uns nicht einmal getroffen haben. Hey, Kate. I have a decision to make. And I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but... It would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. Don't need money. What is it going to change about your life? I don't know. It'll make things easier. For me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Da hat's einen Punkt. Wir müssen uns entscheiden zwischen, weiß nicht, Rache? Rache, genau. Rache oder Geld. Beziehungsweise Deal. Entweder wir hören auf Roman oder auf Kate. Ich würde sagen, wir hören auf gar keinen. Wir machen erstmal die nächste Mission hier bei dem Auftraggeber. Moment, eine SMS. Nico, du bist für Penthouse, Wohnung, Weiber und schnelle Autos nach Liberty City gekommen. Wirf das nicht alles weg, nur weil du dich rächen willst. Das mit Darko hat nichts gebracht, weißt du noch? Erledige den Deal, dann können wir vielleicht mit einem Privatjet nach Vice City runterfliegen. Wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ich drücke mich gerade noch ein bisschen vor der Entscheidung. Bailing out for good. Alright, man. You got any work for me? I have a client with a problem. You'll get your normal rate to assist them with it. There's some heat on this one. The target is at the police station in Leftwood. Na, das klingt doch super. Polizeirevier ist genau unser Fall. Wir begeben uns zum Aufenthaltsort der Zielperson.
Ich glaube, wir brauchen. Wenn da jetzt ein Medikit liegen würde, würde ich es nicht abschlagen. Aber ich glaube, da liegt sowieso immer nur eine Weste und noch eine Waffe. Schauen wir mal. Ja, ein Sturmgewehr und noch eine kleine Weste, die wir gar nicht tragen können. Weil wir eh schon voll gepumpt sind mit Schutz. Ja, ich weiß irgendwie nicht, wie wir uns entscheiden sollen. Rache oder Geld? Hat beides irgendwie Vor- und Nachteile. Ich meine, Rache, das war ja eigentlich genau die Sache. Bleibst du jetzt. Bleibst du einfach mal. Bleib. Stehen. Bleib einer einfach mal stehen. Dann du. Bleib du stehen. Danke. So. Was jetzt gegen die Rache spricht, ist ja einfach, dass wir das beim Darko ja auch schon dachten, ne? Ich meine, wir haben den gesucht und wir haben den jahrelang gesucht und immer dieser Hass und diese Rache. Und deswegen dachte ich halt, machen wir das nicht, aber Deal. Ich meine, da müssen wir einfach mit dem Honk wieder zusammenarbeiten. Was, wir sollen jetzt ausschalten oder was? Das war's. Das war die Mission? Mehr nicht? Mit dem Verarschen? Alter, ja, ich muss mal ganz kurz ans Telefon gehen, bitte. Hallo, Freunde. Oh mein Gott, das meint ja einfach nicht ernst. So, ich verdrück mich da wieder. So, ich steck mal hier ein. So, alles klar. Und dann fahren wir nochmal wieder zurück zum Auftraggeber. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Taxi wäre nicht schlecht. Aber ich gebe mich mit dem zufrieden, was wir haben. Schießen die einfach auf mich, wenn ich gerade ein Telefonat entgegennehme. Finde ich ja ziemlich frech. Ja, ich weiß irgendwie nicht, wofür wir uns entscheiden sollen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich glaube, wir entscheiden uns tatsächlich für Rache. Weil mit dem Typen zusammenzuarbeiten, das hat einfach keinen Zweck. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Und, das wird einfach nicht gut gehen. Aber Rache... schwierig. Erstmal hole ich mir jetzt einen Hotdog. Weil auf leeren Magen entscheidet es sich nicht gut. So. Hallo, Frankfurter Sausages. So, du erstmal... Du wirst erstmal weggeboxt, mein Freund. Boah, so Hotdogs, ey. Bin ich nicht so ein Fan von, muss ich sagen. Das ist auch noch so eine richtig fette Wurst, ey. Die Wurst ist dicker als meine Nase. Ist ja auch nicht normal. So, wir steigen hier ein mit einem Sturmgewehr. Das ist hier, das gehört hier zum guten Ton. So. Wir fahren wieder zum Auftraggeber und machen dann vielleicht die letzte Mission vom Auftraggeber. Ich weiß gar nicht, wie viele da jetzt noch kommen oder kämen. Weil, naja, ob ihr es wollt oder nicht, wir gehen langsam aufs Ende zu von GTA 4. Hook, Line and Sinker. Hey, Brother, is there anything that needs to be handled? There's a file for you, Brother. A quick, smooth job like the last one is what we need. The target you're after is on a boat at the northern mouth of the West River. Take it out. Klick gut. Boot, da bin ich wenigstens ungestört. Kommt zwar natürlich auch immer in die Küstenwache, aber das braucht natürlich immer noch ein bisschen. So, das nehmen wir mit. Und die Uzi nehmen wir auch mit. Wunderbar. Sind wir gut aufgestellt, denke ich. Und dann fahren wir zur Küste. Am liebsten wieder mit Taxi. Hallo. Bleib doch mal stehen. Danke. So, fahren wir mit Taxi hin. Ich hoffe, dass da auch ein Boot für uns am Start ist. Na, was redet ihr, ihr beiden? So, fahren wir zur Zielperson. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht aufs offene Meer. Das wäre auch ziemlich geil. Stell ich mir cool vor. So, da sind wir. Sehr gut. Dann gehen wir mal, ne? Ab an die Küste. Oder der ist sogar mit dem Boot an der Küste. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann nichts erkennen. Finde einen Weg, um an die Zielperson zu gelangen. Ach guck mal, macht da einer Yoga gerade. Ich will ihn nicht stören. Hallo, wer bist du denn? Oh, gut siehst du aus. Oh, du bist ein Mann. Oh, du hast ja einen Bart. Oder bist du eine Frau? Frau mit Bart? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. So. Wir schnappen uns ein Bötchen. So, aus dem Weg. Guck mal, ja, siehst ja, was hier los ist. So, wir schnappen uns ein Bötchen und fahren dann raus zur Zielperson und geben der dann mal richtig Stoff. Und dann schauen wir mal, ne? Ist sie da hinten? Wir können natürlich auch einfach mit dem Rocket Launcher dann drauf putzen. Wäre auch eine Möglichkeit, denke ich. Ich hoffe, der fährt nicht. Wenn er fährt, haben wir ein ganz anderes Problem. Wow! Das ist doch kacke. Hallo, Bötchen. Wieso bin ich denn da jetzt runtergesegelt? Das war Quatsch.
Aber wir haben direkt die Panzerfaust im Anschlag. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier Land bekommen würde, dann könnte ich ihm eine reindrücken. Und zwar richtig, richtig deftig. So sieht es nämlich aus. Bisschen Schaden genommen, aber das läuft schon. Everything is taken care of, brother. Right on, brother. I'll collect the funds. If you want more work, contact me on the hard line. Ja gut, ich würde sagen, das war es erstmal von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge GTA 4 wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.